Shalom und herzlich willkommen zu Jolly Rover. Ja, das ist eins von den Spielen, die ich mir letztens für schmalen Taler gekauft habe. Ich habe es selber noch gar nicht angespielt. Bin sehr gespannt, was uns heute erwarten wird. Ja, sieht auf jeden Fall sehr spaßig aus. Ein klassisches Point-and-Click-Adventure mit Hunden und Piraten. Ja. Ich habe mir auch die Special Edition gekauft und extra Konzeptgrafiken und Musiktracks. Ob wir die jetzt im Let's Play brauchen werden, weiß ich nicht. Ich denke eher nicht. Lassen wir uns überraschen. So. Dann schauen wir doch mal. Was haben wir hier? Beute. Okay, es sieht aus wie ein klassisches Achievement-System. Bisher haben wir noch nichts. Ich habe das Spiel, wie gesagt, noch gar nicht angespielt. Es ist also einer, ja, sagen wir mal ein Blind Let's Play. So, Lautstärke, Sound, Musik, Dialoge, alles klar. Laufgeschwindigkeit. Die werden wir bestimmt noch im Laufe des Spiels anpassen müssen. Wir spielen auf Vollbild mit Untertiteln. Entwicklerkommentar. Kommentar gesperrt. Schließe das Spiel ab, um den Entwicklerkommentar freizuschalten. Ah, ja. Cool. Okay, Hilfe brauchen wir erstmal keine. Beenden wollen wir es nicht. Dann lasst uns loslegen. Wie heißt du? Ja, wie heißen wir denn? Ich finde das immer, na, ich weiß nicht, irgendwie komisch, dass man sich bei solchen Spielen immer selbst einen Namen geben muss. Das ist, das verzögert doch bloß die Aufnahme. Matt Martin. I. Intro ansehen? Natürlich wollen wir uns das Intro ansehen. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. What a glorious day for sailing, eh, lads? Aye, Captain. Makes you glad to be alive. Whatever you say, Captain. My word, is that a pirate ship on the horizon? Eh? What fun. Let's say hello. Captain! Not to worry, it's coming this way. Quite quickly, too. Hello, chaps. James Rover at your service. I'd be thanking ye for that cargo, old Jolly Rover. That rum is for Governor De Silva, you scoundrel. Aye, so it be, pup. That's James Rover to you, you filthy pirate. You're Jolly James Rover. No, just James. Suit yourself, you lily-livered landlubber. I be Captain Howell. Now, my rule be, any we be taken alive be getting the chance to join our merry crew. But ye clearly be lacking any of the skills we be looking for in a pirate. So, nochmal Shalom und herzlich willkommen zum Let's Play Jolly Rover. Es geht los. Ja, wir scheinen wohl ein sehr naiver Kapitän zu sein, dass wir uns so einfach haben fangen lassen. Zum Auswählen anklicken. Ich kann gehen wie ein Pirat. Ich kleide mich wie ein Pirat. Ich kann kochen. Ich kann Piratenlieder singen. Niemals schließe ich mich deiner Crew an. War wie ein Pirat gekleidet? Nicht wirklich. Ich kann Piratenlieder singen. I can sing a good shanty. Pirating ain't all singing and dancing. What else can you do?
Ich kann gehen wie ein Pirat. I can walk with a swagger. You'd be walking like a fairy in tight trousers. I can cook. We got a cook. He ain't the best cook, but he ain't making us too ill. I'm a snappy dresser. You'd be looking like you'd be dressed by a drunk octopus with two eye patches. This belt and pants are custom made, I'll have you know. You can't buy clothes of this cut off the rack. Besides fancy pants, you'd be lacking a hat. Pirates got to be having a hat, good and fancy-like. I'll never join your crew. Good. We be reaching an agreeable arrangement. Now I can't have you stumbling about getting in the way of the crew. So ye just have to sit tight till we be making port. When will that be? While the winds be fair and the loot be good. A month, maybe two. Wait! Sportlich. I can't be in here a month. All right, Gaius. It's up to you. You've got to escape this brig, commandeer the ship, and finish that delivery. Those pirates will rue the day they tangled with Gaius James Rover. Now, how to get out of here? 3 Wochen später. We've been through this. There's no way out. A more creative way? You must be mad. You're right. I'm being dramatic. Yes, of course. I'll take another look around. Oh, es geht los. Untersuche deine Umgebung. Wenn du mit deiner Hand Text. Wenn über deiner Hand Text erscheint, klicke auf die Maustaste. Blauer Text löst eine neue Antwort aus. Weißer Text deine alte. Wackel ein wenig mit deiner Hand umher, vielleicht findest du etwas. Wackel mit ein. Okay, gut. Schauen wir mal. Tür. Ah, my sweet Beatrice. My silent companion. How I love thee. Behind your kind eyes, I can see dreams of our escape from this blasted cell. Polier deine Lückendeckel. Wenn du nicht alle Gegenstände im Raum findest, kannst du die Leertaste gedrückt halten, um einen Hinweis zu erhalten. Ei. Das ist schon mal sehr gut zu wissen, aber ich werde versuchen, diese Funktion so wenig wie möglich zu benutzen. It looks like there's a worn label. Cape? Kit? This is no time for dress up. Vor allem auch witzig ist, er sagt, es ist eine Fluchkiste. Der Text zeigt Fluchtkiste an. Ich hatte mich gerade schon gewundert, warum da. Skeleton keys? They'd break as soon as you put them in the lock. Kiste mit Brecheisen. I don't have anything to pry open that crate with. It looks interesting. Okay, wir brauchen also scheinbar ein Brecheisen, um die Kiste mit Brecheisen aufzumachen. I'll have trouble keeping it together if this is lit while I'm in here. Okay. What's this under the cannon? Ah, Flaggenstück gefunden. Du hast ein Stück an der Piratenflagge gefunden. Sieh in deinem Logbuch nach, wie viele Stücke du schon gefunden hast. Bewege deine Hand an den oberen Bildschirmrand und klicke, um dein Logbuch aufzurufen. Oder das Spiel zu pausieren oder zu beenden. Ei. Schauen wir mal. Beute. Okay, gut, das ist dieses Achievement-System, wie es scheint. Logbuch, Rang, flohverseuchte Landratte. Fortschritt 0%, Punkte 6. Oh, Kekse. Gefunden 0 von 90, okay. Verwendet 0. Silbermünzen gefunden 0 von 24. Interessant. Klicke auf einen Keks, eine Silbermünze oder eine Flagge, um Bonusbeute zu erhalten. Captain? Finde alle Piratenflaggen auf Groggy Island, um die Biografie dieses Piraten-Captains freizuschalten. Cannibal Island, Shipwreck Island. Okay.
Ein Teilstück der Flagge haben wir bereits gefunden. Was haben wir hier? Als Tagesmenü bieten wir heute. Okay, scheinbar nichts. Finde mindestens 10 Kekse, um diese Konzeptgrafik freizuschalten. Okay, also bei den Keksen geht es, wie es scheint, um Konzeptgrafiken. Und bei den Silbermünzen Musik gesperrt. Ah, damit können wir dann den Soundtrack freischalten, den ich anfangs erwähnt habe. Ordentlich, 24 Silbermünzen. Okay. Gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Oder konnten wir hier noch irgendwo was anklicken? Nö. Option, Hilfe beenden. Wir fahren fort mit dem Schiff. Kiste mit Werkzeugen. It would be nice if there was something useful in those crates, but I can't get them open. Okay. B thinks there's something I've overlooked in my attempts at escape. I should look at the items in the room again. That's a fine whale oil lamp, but it's my only source of light in this dingy room, so I don't want to disturb it. I could escape by burning the ship, but I'd need to swim to the next island. And be fireproof. Okay. Eine Schatzkiste. Wow. A real pirate treasure chest. Oh ho! What's this? A piece of eight? I'd best put this somewhere safe. First piece of eight. Beute! Deine Beute siehst du, indem du deine Hand an den unteren Bildschirmrand bewegst. Klicke auf die Beute, um sie aufzuheben. Klicke erneut, um sie mit etwas zu verwenden. Denk daran, sie wieder zurückzulegen, wenn du nicht mehr damit spielen willst. Ei. Aber warum sollten wir mit unserer Beute spielen wollen? I can't use this piece of eight with that. Okay. I can't use this piece of eight with that. I can't use this piece of eight with that. I can't use this piece of eight with that. I Ist can't doch use this piece of irgendwo eight with that. I Proof can't of use this piece this? of eight with that. I Scheint can't use this keine. piece of eight with that. I can't use this piece of eight with that. My current life savings. I can't Rum. use this piece of eight with that. Man ist kein echter Pirat, wenn man keinen Rum dabei hat. Okay. Ich könnte mal mit der Tür probieren. Vielleicht wie eine Art Dietrich. I can't use this piece of eight with that. Oder auch nicht. Gut, was haben wir denn übersehen? Hier haben wir einen Besen, den können wir aber nicht anklicken. Fluchtkiste. Reden wir nochmal mit Beatrice. Thou stare down at me with thine green eyes of the sea. They set me free. You complete me. Ah, it's Rhyme My Time. beloved goddess of the painting. I wish I could unlock the secrets behind your lovely exterior. How may I get through to you the many ways that you set me free? Immer noch blau. Beatrice, you are always the doorway to my escape. You're awfully quiet today, B. Ah, my sweet Beatrice. My son behind you. Okay. Er sagt, sie ist die Tür zur Freiheit. 3 weeks, and I didn't think of trying the door. Oh, heavy, solid, and locked. That's probably why. I normally get Da a gibt's few ihn. weevil-infested crackers thrown under that door every now and then. Weevils aren't all that bad once you get used to them. Oh. Warum zeigt er mir eigentlich. Sind das irgendwie Tipps? Kann ich das ausstellen? I Das could irritiert drink mich to gerade an. escape, but that never solves anything. Besides, I prefer tea. Well, B, it looks like we're stuck here forever. Come, my darling. Let us be alone no more. Pardon me. Are you all right? What be going on down there? Oh.
ein Hut. Davy, what be all the noise? Ah. Arr, nichts, nichts. Der Gefangene wollte fliehen. Ich habe nur meine Tanzschritte geübt. Zur Seite, du haariger Flohsack. Ja, ich möchte mich lieber noch ein bisschen umgucken. Ich werde lieber noch keinen Streit vom Zaun brechen. Arr, it be nothing. Ah, me hearty. Hey, you ain't sounding much like Davy. It weren't for that silly hat, I'll not be knowing you. Es ist feucht hier unten. Das ist nur die Akustik hier, da klingt meine Stimme anders. Wundert mich, dass du überhaupt was hörst? Du klingst auch nicht unbedingt wie du. Ja, doch. You don't sound much like yourself either. That'd be true. But this new tobacco ain't as fine as it used to be. You're Davy. This be reminding me of the time we be getting through that keg of rum and thinking we were a pair of young princes. Where be that again? In der Meerenge von Straße von auf dem Felsenhafen. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, aber ich befürchte, dass ich mich verrate, wenn ich sage, dass ich keine Ahnung habe. Allerdings, mal ganz ehrlich, wenn man ein Fass rumleert, dann ist man nicht nur voll wie 10 Russen, man hat wahrscheinlich auch noch das gleiche Erinnerungsvermögen. Ich habe keine Ahnung. I have no idea. Go on, Davy. You be telling the story better than I, if you are, Davy. Yar, just give me a moment to jog me memory. Davy, me tail. Pardon? What are you on about, Davy? Over here, you bilge rat. You never be getting past Melvin like that. Melvin? Ye be listening here. We be busting out of this ship. And why do you think I want to carry you around with me? Stowaway, fire in the hole. I'm melting. Shh, shh. All right. What do I have to do? Start by getting me out of this cage, chum bucket. Melvin ist also der Name des guten Kollegen. Ein rostiges Schloss und der Papagei. Ein Humpen. I'm not cleaning up after these barbarous blackguards. Rotes Zeug. Ah, it's just a scarf. I'd better take this in case there's any misunderstandings. Es sah ja im ersten Moment aus wie Blut, das ist richtig, ja. Ein komatöser Pirat. Ah, ich glaube, das könnte Davy sein. It would be nice to have some rope, but this looks too bulky for me to carry around. How do I get you out of there? Ye be seeing them keys on the wall near the brig door? They be opening this here lock. Right. There are two keys on this ring. A large heavy one and a smaller rusty one. Das war fast schon zu einfach. Pretty. But I'm not about to start looting things I don't need. I've got to fool this Melvin fellow if I'm going to get out of here. It appears these drawers have been painted over. Hm. Ich loote aber gern. It's just an empty rum bottle. Here are some crackers the weevils haven't gotten into. Drei Kekse. Polly wants cracker. So. Okay, das brauchen wir nicht. Ich wollte ins Logbuch. Wir haben jetzt 3 Kekse. Wir brauchen aber 10, um die Konzeptgrafik freizuschalten. Okay. Und wir brauchen mindestens 3 Silbermünzen, um die Musik freizuschalten. Alles klar. Dann fahren wir mal fort. Oh no, those other crackers are crawling with weevils. Ew. Was haben wir hier denn noch? Noch ein Humpen. Let these rogues collect their own mugs. Empty. Okay.
This lock hasn't been used in a while. Der arme Papagei. Dann verwenden wir doch mal die Schlüssel mit dem rostigen Schloss. I can't open the rusty lock. The key won't turn. You'll have to oil the lock. On the double. The walls are closing in. It's getting dark. Okay. Wo kriege ich denn jetzt irgendwas Öliges her? It's locked. Vielleicht passt der andere große Schlüssel ja für die Tür. Spare ich mir den Weg durch das Gemälde. Die Lampe. Hot. Das haben Lampen so an sich. But no longer treasury. Schönes Wort, Treasury. Können wir noch irgendwas machen? I don't know how they got this cannon in here, but I can't budge it. Okay. Sollte ich auf die Leertaste drücken? Soll ich es tun? Ich tue es einfach. Okay. Gut. Interessant. Aber ich werde es weiterhin auf eigene Faust versuchen. So, wir haben jetzt hier eine Tranlampe. Eine Öllampe. Und ich versuche einfach mal das rostige Schloss damit zu Throw hot oil all over the lock. I might get some on the parrot. I need something to rub it in. There. The scarf is covered in hot fishy oil. Heißes Fischöl. Jolly good. I've oiled the lock. Das klingt schon mal ganz gut. Dann werden wir den Papagei jetzt endlich in die Freiheit entlassen. There we are. Much obliged, Squire. Tally ho! Hey, that tickles. Ein blinder Passagier. Du hast einen Passagier aufgegriffen. Du kannst mit deinem neuen Mini-Freund sprechen, den du ihn aus dem Inventar nimmst und mit dir selbst verwendest. Das klingt irgendwie falsch, aber okay. Ei. Oh, wir haben einen neuen Rang. Wir sind dann jetzt ein einfältiger Einsiedlerkrebs. 5% Fortschritt. Gut. Alles klar. Kekse haben wir, die Flasche. I suppose I've committed my first act of piracy. Indem wir einen Gefangenen befreit haben? Na, man weiß ja nicht. So, wir reden jetzt mit Melvin. Ahoy there, Melvin. Hoi there, Davy. Can he remember where it be when we be getting through that keg of rum? Vielleicht hätten wir vorher mit dem Papagei sprechen sollen. I have no idea. Go on, Davy. You be telling the story better than I. If you are, Davy. Yar, just give me a moment. Ich überspringe mal. Das ist gut, dass man mit der linken Maustaste wenigstens die Dialoge überspringen kann. Dann sprechen wir mal mit dem Papageien. Mr. Parrot? Juan. Pardon? Juan Leon. Okay, Juan. Juan Leon! So, about Melvin. In sunny Port Sickle, young princes get pickled. 10 days in their messes, then they're swabbing decks in silk dresses. What's that supposed to mean? Go figure. Funny. You made more sense when you wanted something from me. Crackers be me, and crackers be key. Interessant, wie war das? Im Hafen von Pudel? Und hört's auch schon auf. She's a pretty Polly. Scupper the fancy benched feather wearer. Was that an insult? Pieces of eight! Pieces of eight! I'm having trouble. An den Piraten vorbeizukommen, ja klar. The pirate at the stairs. In sunny Port Sickle, young princes got pickled. 10 days in their messes, they're swabbing decks in silk dresses. Okay, 10 Tage im Kerker und Seidengewand. Okay. Das ist im Moment alles. Better the hatchlings.
So, Melvin. Hi there, Melvin. Hi there, Davey. Can ye remember where it be when we be getting through that keg of rum